Stand by for weapons deployment. Shields at max power. Willkommen vor den Empfangsgeräten, ich bin Morgens Jakob von den Frakta und ich bin in einer Empire at War Mod, eine richtig schöne Total Conversion Mod, und zwar in den Stargate Empire at War Pegasus Chronicles. Das ist eine ziemlich beeindruckende Mod. Ich verlinke euch die natürlich wie immer, klar, sonst wäre das im Frakta Games Archiv ja auch so ein bisschen sinnbefreit. Was mich direkt beeindruckt hat, ist der Launcher, den die eingebaut haben. Da sieht man mal, dass da Leute dabei sind, die halt so richtig ja schon fortgeschritten moddingmäßig drauf sind. Also startet ein schöner Launcher, da kann man ein Update drüber ziehen. Also die Mod kann sich so automatisch aus dem Netz die entsprechenden Update-Dateien ziehen und so. Sehr, sehr komfortabel alles. Ich persönlich habe ein kleines Problem, wenn ich die Mod starte. Ich krieg dann, das macht dann, während da so erstmal so ein schwarzer Bildschirm kommt, macht oder ein weißer Bildschirm macht im Hintergrund so blöng. Und da geht eine Fehlermeldung an. Also ich habe Windows 8.1 und ich muss dann ganz schnell minimieren, ja, raustappen quasi aus diesem Ladeschirm oder was, diesem diffusen Bildschirm und dann sofort diesen kleinen Fehlerfeld xen, ja, also beenden. Dann lädt sich das Intro, wenn ich das nicht mache. Dann hängt sich das ganze Programm auf, dann geht es nicht weiter. Also falls ihr das auch habt, ja, der Trick ist einfach schnell raustappen, einfach diesen kleinen Fehler, überhaupt nichts großartig annehmen, einfach oben rechts X, klick, weg und dann einfach wieder rein ins Spiel tappen. Thema durch, ja, dann geht's weiter, dann kommt das Intro. Nur mal so am Rande. Ja, es kann sein, dass die Mod halt vielleicht für Windows 7 optimiert war oder weiß der Geier, woran das bei mir liegt. Ist ja wurscht, aber ich habe gedacht, falls einer von euch das auch haben sollte. So, das Intro finde ich persönlich auch schon mal sehr schön gemacht. Und dann wollen wir mal gucken. Also klar, es geht um Stargate. Ja, ich brauche das jetzt nicht weiter zu erläutern, oder? Jeder, der sich für Science Fiction interessiert, kennt Stargate. Ja, das ist neben Babylon 5, Star Trek, Star Wars, Firefly, Battlestar Galactica, Raumpatrouille Orion. Ja, das sind so, ja, kennt man. Oh, wer sich mit Sci-Fi beschäftigt, kennt Stargate. Ich persönlich bin ja großer Fan von Stargate Atlantis. Ich mochte auch Stargate Universe nach anfänglichen Schwierigkeiten, die daran bestanden, dass ich halt eigentlich nur diese eine Sanitäterin richtig hübsch fand, aber die meisten Charaktere, die in der Serie vorkamen, einfach sau unsympathisch fand. Und dementsprechend am Anfang zusätzlich zu dem generell diesen verfremdenden, fernen, rostigen Schrottlauben-Raumschiff gestrandet Ding, zusätzlich halt noch befremdend darüber, dass man im Prinzip keinen sympathisch findet, nur halt diese eine Sanitäterin attraktiv, aber damit hatte sich das Thema. Aber mit der Zeit hat sich das halt wirklich so entwickelt, dass ich das wirklich interessant und spannend fand, die Serie. Schade, dass die auch abgesetzt wurde, aber das scheint so eine Art Schicksal zu sein. Immer dann, wenn eine Science-Fiction-Serie wirklich mal interessant ist, auch direkt wieder abgesetzt. Naja. So, musste ich mal ganz kurz unterbrechen. Ich habe nämlich niesen müssen. Ich bin immer ein bisschen erkältet. Und Stargate SG-1, da habe ich lange keinen Bezug dazu gehabt, weil ich das nur mal, wie ich noch einen Fernseher hatte, und das lief damals, nur gedacht habe, boah, was ist das für ein Trash, also bei der ersten Staffel, und habe mir das dann gar nicht weiter angeguckt. Ich fand das einfach so absurd, egal auf welchem Planet sie landen, alle sprechen irgendwie Englisch. Jeder versteht es, auch wenn sie irgendwelche Schriftzeichen verwenden aus irgendwelchen antiken, pseudo-antiken Kulturen, sie sprechen alle Englisch. Und das fand ich so dermaßen beknackt, da habe ich dann keinen Bock mehr gehabt. Ich habe mir mittlerweile allerdings die Komplettbox gekauft mit allen 10 Staffeln plus extra Auskopplungsfilm und bin mittlerweile in Staffel 3 angekommen. Und ich muss ehrlich zugeben, es gewinnt an Fahrt. Man merkt einfach, die Serie, wie es angefangen hat, Erfolg zu bekommen, hatte sie dann ein größeres Budget, konnte ein bisschen mehr reißen und dann wurde das auch wirklich zunehmend besser. So, dann gehen wir mal rein.
Also man sieht direkt, es gibt kein, also zumindest bei mir, also ich habe die neueste Version, ich habe keine Kampagne. Ne? Es gibt nur Gefechte. Das kann man entweder allein spielen oder vermutlich im Multiplayer. Ich mache jetzt mal Gefecht. Das finde ich jetzt ein bisschen interessant, ob das jetzt bei mir daran liegt, dass es hier keine Bezeichnung hat, sondern einfach nur hier so diese Platzhalterbezeichnung. Ja, auf jeden Fall gibt es eine Reihe von Gefechtskarten. Ja. So, dann, es gibt an spielbaren Fraktionen, wie man sieht, vier genau. User joined your channel. Moin moin. Gute, Naran, du hast ja nichts mit Sci-Fi zu tun, gell? Nee, ich nehme nämlich gerade ein Video auf zu den Pegasus-Chroniken, hier dieser einen schönen Total Conversion Mod für Empire at War, wo sich eben mit Stargate beschäftigt. Aha. Wunderbar. Gut, dann erkläre ich mal weiter was zum Spiel. Ich will dich jetzt nicht direkt irgendwie wegmuten, aber jetzt nicht wundern, wenn du von mir jetzt die nächste Zeit nichts hörst. Es wäre ganz nett, wenn du jetzt nicht irgendwie Heroes and Channels in den Hintergrund spielst und mir die ganze Zeit vorbrüllst, was das alles für verkackte Scheiß-Noobs sind in dem Spiel. Das könnte ein bisschen irritieren jetzt bei dem Spiel. Okay. Ja, ist gut. So, also es gibt eben an spielbaren Fraktionen Anubis, die Rays, die Tauri und Anubis, Rays, Tauri. Hä, waren das jetzt mehr? Also auf jeden Fall ist an die Rays sind halt diese komischen vampiristischen Spezies, die man halt in Stargate Atlantis kennenlernt, in der Pegasus-Galaxie. Die Tauri, das sind quasi wir. Ne? Tauri, das ist ja Bezeichnung für die Erde. Und wir sind quasi die Tauri. Und Anubis sollte eigentlich dieser Anubis war doch dieser eine Kriegslord, oder? Auf jeden Fall ist das für die Systemlords hier, für die Dingsbums, für die Gault. Och, frag mich nicht. Ich hab das nie. Manchmal trifft man Science Fiction auf Begriffe, die kann ich einfach nicht wirklich aussprechen. In den Rays habe ich auch irgendwie Probleme, oder Freys, oder Rays, keine Ahnung. Ist mir auch erst wurscht. Machen wir mal schwere KI. Ich habe das nämlich vorhin mal angespielt, auf leichter, mittlerer KI macht die nichts. Da ist die Brunnen so dumm. Ich habe jetzt Hoffnung, das sind schwere KI. Gut, da kriege ich jetzt wahrscheinlich in den Arsch getreten, aber das stört mich jetzt weiter nicht. Warte mal, wir nehmen mal die Tauri, ne? Und die nehmen die Dings. Das müsste aber eigentlich so sein. Jo, was macht denn da der Dingsbums? Also hier ist alles missing. Ne? Also ich nehme an, dass die Mod noch in Entwicklung ist. Ja, auf jeden Fall ist hier ein Wookie. Das würde mich jetzt überraschen, wenn der in Stargate auftauchen würde. Aber wie man sieht, hier schön deutsche Texte zu diesen verschiedenen Jägern. Sollte ich nicht irgendwo so eine Raumstation haben? Ah, da ist er doch. So. Ich baue mal eine bessere Station und wir fordern direkt mal hier den an und den da. Können Sie mich hören? Du fliegst mal dahin. Das ist ja in diesen Missionen, das ist ja immer so Standardverfahren, dass man diese komischen Meteoriten mit so Gedöns bebaut. Die müssen jetzt erstmal erobert werden. Ah, hier, das sind übrigens so Baustationen, also so Satellitenpositionen quasi, die dann ausgebaut werden können. Wenn sie denn erobert sind. Ja. So, das brauche ich jetzt ein bisschen. Und dann kann man hier was bauen. Aha, sehr schön. Und spawnst du mal direkt hier bei der Station. So, das kostet jetzt aber ein paar Penunzen. Ich glaube 850. Genau, das können wir uns jetzt nicht leisten. Ich wollte jetzt erstmal ein bisschen was bauen. Der ist eh noch unterwegs, so schadet also nicht weiter. Ist das genügend Zeit für Sie? So, da haben wir schon eine Korvette. Wobei das lustig ist, dass der Schlachtkreuzer Prometheus-Klasse heißt. So. Okay, was ist das? Signal platzieren. Jetzt habe ich ein Signal platziert.
whatever. Ich wäre jetzt auch gerade irgendwie Wumpe. Lö, wir machen mal Zeit ein bisschen schneller. Gut. Du kannst jetzt wieder mal zurückkehren. Obwohl, du könntest eigentlich dahin fliegen. Ich weiß nicht genau, wie hell die KI ist. Kann sein, dass ich unterwegs dann den Feld... Ach genau, ihr könntet auch vorrücken. Aber irgendwo müsst hier auch... Ihr müsst da irgendwo ein Stargate sein. Werden wir mal gleich gucken. Also eigentlich sollte hier irgendwo ein Stargate rumschwirren. Wenn hier keins ist, dann starten wir gleich nochmal eine neue Map. So, genau, jetzt können wir auch SG1 anfordern, wenn wir mal die Kohle für haben. Apropos Kohle für haben. Je mehr man von den Dingern hat, desto besser logischerweise. Wobei, ich glaube, die kann man noch aufwerten. Oh, dann dauert das so lang. Da, genau. Ja, Sir. Ist das genügend Zeit für Sie? Wenn die Menschheit von dem profitieren soll, was wir da draußen finden, müssen wir in der Lage sein, es unter kontrollierten Bedingungen zu untersuchen. So. Ich persönlich baue ja immer aus, dass sie halt langsamer und stärker bewaffnet und stärker gepanzert sind, weil was juckt mich Geschwindigkeit letztlich. Ich baue lieber eine große Stahlwalze. Ja, guck mal, da gibt es jetzt auch den BC-304 und eben SG-1. Ne? Wobei wir die jetzt nicht unbedingt brauchen. Aber der Jäger kann mal da dabei bleiben. Dr. Lee, was gibt's? So, nochmal eine Aufwertung, jo, alle da. Da läuft es nämlich mit der Kohle auch gleich ein bisschen besser, wobei jetzt die KI jetzt immer noch nicht irgendwie nicht großartig... Naja, warten wir mal ab. Vielleicht baut sich nur aus und kommt gleich. Ich will sie jetzt auch nicht aufschrecken, weil vielleicht ist tatsächlich irgendwo schon so eine Horde versammelt und die, naja. Und dann bauen wir mal ein Schiff. Also ich lasse das jetzt mal ein bisschen laufen, damit ihr was in den Tauri-Schiffen und so seht. Und dann starten wir aber gleich nochmal neu, weil ich euch eine Map zeigen will mit einem Stargate drauf. Weil wenn man ein Stargate in Besitz nimmt, kann man dann entweder ein Stargate eben in unseren Sektor oder in den Pegasus-Sektor erschaffen. Und dann kann man da Spezialeinheiten anfordern, Spezialschiffe aus diesem entsprechenden Gebiet. Ja. Ich fürchte nein, Sir. So, da haben wir ihn. Sir, wir haben einen Kontakt. Ehrlich, war das Blabla? Nee, das war nur Blabla. Das ist alles, was wir haben. Ich glaube, wir schaffen mal ein bisschen Bomber, die gehen ein bisschen schneller. Und kohlemäßig sind wir jetzt eigentlich ganz gut aufgestellt. Jetzt mal ganz kurz gucken. Ah ne, das läuft darüber, das brechen wir dann mal kurz ab. Obwohl, die brechen wir auch nochmal ab. Die brauchen wir nicht unbedingt.
Mensch, das zieht sich ja. Aber SG-1 können wir schon mal spawnen lassen. Was kommt die denn eigentlich hier angeflattert? Ein Teltak. Sieht so ein bisschen aus wie ein Gebäck, gell? Irgendwie sowas Gefülltes mit Blätterteig. Wenn die Menschheit von dem profitieren soll, was wir da draußen finden, müssen wir in der Lage sein, es unter kontrollierten Bedingungen zu untersuchen. So, wir bauen jetzt gleich in die nächste Stufe dann. Jetzt schalten wir jetzt mit der nächsten Stufe dann sowieso wieder. Was ist das denn nochmal? Ach, eine Atomrakete, ja, muss mal gut sein. So, jetzt haben wir noch bekommen Prometheus, die bauen wir natürlich, und die Daniel Jackson Klasse. Und die HW302 bauen wir natürlich auch sofort. Und die F302. Also ich würde behaupten, die KI ist jetzt auch auf schwer irgendwie dämlich. Jetzt können wir jetzt tatsächlich mal so einen Jäger hinschicken. Einfach mal gucken, was er so treibt. Achso, ich wollte jetzt noch, warte mal. Bevor wir dich da in den Todeskampf schicken, erhol mal das Ding. Dr. Lee, was gibt's? Da kann man nämlich was bauen. Wenn es denn mal erobert ist. Jetzt. Und zwar einen Schildsatellit, einen Raketensatellit und eine Railgun. Ja, jetzt nicht berühmt, können wir trotzdem mal bauen. Ist ja wurscht. Können Sie mich hören? Also ich habe den Eindruck, dass die KI auch auf schwer wenigstens taugt. Ich bin mal gespannt, ob sie wirklich wieder nur eine Station hat auf Stufe 1 und einen Jäger nebendran. Gut, auf der anderen Seite, dann habe ich genug Zeit, euch hier verschiedene Sachen zu zeigen. Alle Systeme im grünen Bereich. Na komm, dann lassen wir uns mal Schiffe spawnen. Natürlich. Hyperantrieb einschalten. Links durchbrechen. Links durchbrechen. So, da ist die Daniel Jackson Klasse. Ua. So, da ist die Prometheus. Willkommen auf der Prometheus. Da haben wir so ein bisschen die besseren Bomber. Sie mich hören? Ihr habt Feinkontakt, wo denn? Achso, das war wieder nur Labe. Können Sie mich hören? Da ist irgendwas. Stufe 1. Ach Gott, die KI. Naja, egal. Moment mal, ich drück mal kurz Pause. Todeskleider, genau, das sind die Geult, die Anubis. Ich bin, war mir kurz nicht sicher, es können ja nur die sein, ja, aber ich war mal halt wirklich kurz so. Können Sie mich hören? Komm, dann warten wir noch bis zur nächsten Stufe, damit ihr noch die Schiffe sehen könnt von den Tauri, und dann breche ich ab und gehe nochmal mit den irgendeine von den anderen Völkern rein, damit man mal und auf einer Map, wo ein Stargate ist. Und dann würde ich sagen, reicht es eigentlich schon wieder, weil, wie gesagt, es gibt halt so Gefechte. Ich finde es schön gemacht, die Mod. Mir gefällt die handwerklich sehr gut. Ich finde es vor allem schön, dass das Stargate-Universum da auch mal aufgegriffen wurde. Naja, klar werden die zerrieben. Aber jetzt wissen wir wenigstens, wo er ist. So, Stufe 5, die stärkste Stufe, gut. Unter kontrollierten Bedingungen zu untersuchen. Ja. So, die Beliskner-Klasse und die Odyssee. Odyssee? Genau, die Odyssee. Also die Odysseus. So, und mit der 5 kommt dann nochmal was. Und wenn man jetzt ins Stargate hätte, würde man nochmal Schiffe aus der Pegasus-Kolonie oder aus dem Dings anfordern können, zwar von verbündeten Völkern oder sowas. Ich glaube, Asgard-Schiff kann man dann anfordern zum Beispiel. Oder wenn man aus der Pegasus, habe ich gerade verdrängt, aber irgendwas anderes. Lü. Ich unterbreche mal kurz die Aufnahme, bis wir bei 100% sind, weil das sonst ein bisschen fad wäre. Bis gleich.
So, und da bin ich wieder. Stufe 5 ist jetzt gebaut. Jetzt kann ich noch anfordern die O'Neill-Klasse und Thor, den Oberbefehlshaber der Asgard-Flotte. Wobei, sind die nicht tot? Die sind doch gestorben, oder? Die haben sich doch alle im Massenselbstmord umgebracht, die Asgard. Nur die in der Pegasus-Kolonie, in der Pegasus-Galaxie, die haben überlebt, wobei die ja relativ wenig zu tun haben, also irgendwie vom Verhalten mit den Asgard, aus SG-1. Ja, egal. So, dann den hier habe ich gespawnt jetzt hier mal, die Belüskner-Klasse und den hier mit seinen verbesserten BC-304. Und ich würde sagen, wir schicken mal die ganze Gruppe vor, man das Ding platt. Wir fliegen jetzt vor, man das Ding platt. Dann gehen wir nochmal auf eine Map mit einem Stargate. Ich habe ja den Eindruck, solange es halt noch keine Kampagnenkarte gibt, wobei es natürlich auch die Frage stellt, ob es überhaupt jemals eine Kampagnenkarte geben wird. Das weiß ich ja nicht so, ob die Modder das noch vorhaben oder ob die vielleicht gar nichts mehr machen. Weißt du nicht genau. Ist das eine reine Multiplayer-Mod? Habe ich den Eindruck, weil jetzt hier gegen... Weil hier gegen die KI ist ein bisschen sinnlos, wenn die nichts macht. Ja, also das war jetzt natürlich easy, klar. Also die KI ist auch auf schwer offensichtlich dumm, ist also eine Multiplayer-Mod. Oh, jetzt gehen wir mal ganz kurz rein mit den Geult. Und hier die Fries. So, jetzt haben wir mal eine andere Map. Nehmen wir die. Da müsste ein Stargate drauf sein. Gibt's auch eine mit zwei Stargates? Das könnte sein. Was nicht? Gucken wir mal. Ah, okay, die haben auch hier so ein angepasstes Gedöns. So, wo ist denn hier meine Station? Wobei... Wenn ich die Chance bekomme, werde ich siegen, das schwöre ich. Da ist ein Stargate. Meinetwegen. Es ist eine Ehre, euch zu dienen. Wie ihr meint. Das Ding erobern, wie gehabt. So, was kann man hier bauen? Todeskleider, klar. Die Teltak. Was ist das? Herak. Der Primus von Anubis. Ein altes Pyramidenschiff. Und natürlich, also auf Stufe 1, jetzt bauen wir direkt mal Stufe 2. Lassen wir mal die Zeit ein bisschen voran. So, genau. Also Milchstraße oder Dings, kostet halt ein bisschen Geld. Machen wir mal Milchstraße. So, was ist das Ding? Eine Ehre, euch zu dienen. Wie ihr meint. Jo, scheinbar eingenommen jetzt. So, jetzt können wir hier anfordern einen erbeuteten Aschenkreuzer. So. Da wird noch gebaut, da wird noch gebaut. Immer mal. Zeitsprung. Zack. So, jetzt kann man anfordern noch, die Osiris. Und ein altes Hatak. So, jetzt muss ich jetzt aber nicht weitermachen, glaube ich. Ich wollte es nur mal zeigen. Wir können jetzt eigentlich auch wirklich rausgehen. Spiel verlassen. Jo. Dann gucken wir uns zunächst nochmal kurz an, wie die Rays aussehen. Rays. Weil ich die ehrlich gesagt, so gut ich Atlantis fand, ich fand Atlantis aber hauptsächlich eigentlich gut wegen diesem Team, das dort gab. Und zwar hauptsächlich eigentlich das Doppelgespann hier, der Wissenschaftler und hier der Pilot. Die zwei, die waren halt einfach ein super gespannt. Von denen hat die Serie gelebt, von den zwei, diesem Wechselspiel-Charakter. Diese Bedrohung durch irgendwelche Aliens, diese Racer, so, die fand ich so ein bisschen kindisch. Jetzt nicht übel nehmen, aber irgendwie, weiß nicht, konnte die nicht richtig ernst nehmen. Die waren so klischeekinderhaft irgendwie. So.
So, ah gut, hier sieht das auch ein bisschen anders aus natürlich. Schön. Das habe ich hier. Hier habe ich natürlich diese komischen Dinge. Da sieht die Station auch ziemlich cool aus eben. Ja. Komm mal, bessere Stufe. Und hier kann ich eben noch, also Jäger und halt eine Korvette anfordern. Gut, aber ich denke, das reicht. Ja, das Spiel verlassen. Also, es gibt halt, wie gesagt, keine Kampagne. Ihr könnt es gegen die KI spielen, was jetzt irgendwie nicht so nicht herausfordernd ist, wenn ich das richtig sehe. Und ihr werdet es im Multiplayer spielen können. Und ich glaube, da zieht das Spiel echt, also die Mods, seinen Reiz raus. Ich persönlich würde mich freuen, natürlich, wenn es irgendwann mal noch eine Kampagne geben würde. Ist eher mein Ding. Aber ich habe euch jetzt die Mod gezeigt. Ich freue mich auf jeden Fall, dass es eine Stargate-Mod gibt. Ich gucke jetzt weiter SG1. Und euch wünsche ich noch was. Wir sehen uns im nächsten Spiel, im nächsten Video. Macht es gut. Tschö.